Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Argando Whatever You Want und zwar mit dem Argando Fuego 3447 i5 für 1699,90 € runtergesetzt von 1899,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, das System wurde mir vorgeschlagen von Chagall Jens bei uns im Videovorschlägekanal auf Discord und den schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild, das Gehäuse stimmt soweit, die Wasserkühlung, die hier drin ist, stimmt nicht, das Full HD X-Board auch nicht. Aber das ist jetzt nicht so krass übertrieben dargestellt, dass ich sagen müsste, da wird der Kunde irgendwie in die Irre geführt, das ist schon in Ordnung so. Starten wir auch direkt mit dem Case, das ist das Fractal Design North Charcoal Black. Das ist ein Gehäuse, was sich bei uns in der Community auf jeden Fall großer Beliebtheit erfreut, allein wegen der Holzoptik, das kann man sich auch mal so ins Wohnzimmer stellen, falls man da ein bisschen zocken möchte. Vom Airflow her bringt ihr schon 240 mm Lüfter in der Front mit, aber leider keinen im Heck. Also solltet ihr euch dieses Case kaufen, schaut mal, dass ihr euch noch so einen Hecklüfter mit dabei holt oder eine Wasserkühlung, dass die warme Luft auch wieder raustransportiert wird. Ansonsten ist das völlig in Ordnung. Und das kostet 120,94 € bei Amazon.de. Das Netzteil ist ein Be Quiet System Power 10 850 Watt 80 plus Gold. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Das ist qualitativ gesehen kein schlechtes Netzteil, passt aber in so eine Gaming-Kiste einfach nicht rein. Das ist eher so für Multimedia gedacht oder Office-Kisten. Es gibt ja auch noch die Pure Power Serie, die Straight Power Serie, die Dark Power Serie und so weiter. Deswegen, da haben sie auf jeden Fall gespart. 850 Watt reicht für das System natürlich völlig aus. Ihr müsst hier aber mit diesen Adapterkabeln arbeiten, wegen der 4070 Ti. Sieht dann auch nicht so schön aus. Da hätte ich mir auf jeden Fall ein anderes gewünscht. Ich zeige euch gleich auch noch eine Alternative. Und das kostet 97,74 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B760M DS3H DDR4. Warum man jetzt bei einem 1700 € System unbedingt auf DDR4 gehen muss, weiß ich nicht. Das ist ein Standard, der langsam ausläuft. Wir haben schon DDR5 und die Preise sind jetzt auch nicht so krass viel höher bei DDR5. Dazu ist es auch noch so ein Micro-ATX-Board, was eher so in 1000-Euro-Kisten zu sehen ist. Deswegen finde ich ein bisschen schade. Das hat auch nur hier an der Seite gekühlte Spannungswandler, hier oben leider nicht. Hier RAM-Bänke, hier können zwei SSDs verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein. Wenn ihr Pech habt, könnt ihr diesen Slot hier nicht benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Und den Slot hier unten könnt ihr vielleicht für eine WLAN-Karte oder so nehmen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon-Kopfhörer Line-In, 3x USB 3.0, USB Typ-C ist mit am Start, Netzwerkanschluss, 4x Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil es ein 13400F ist. Das F bedeutet, dass der keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild über die Anschlüsse der Grafikkarte ziehen, würde ich euch sowieso empfehlen, sonst geht euch nämlich eine Menge Leistung flöten. 2x USB 2.0 und ein PS2-Anschluss. Man sieht auch hier dran schon wieder, dass es eher so ein Office-Board ist. Diese 4x Onboard-Grafik ist eben für Office-Kisten gedacht und der PS2-Anschluss auch. Da haben sie auf jeden Fall wieder gespart, finde ich schade. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ob sie die mega günstig im Einkauf kriegen oder so, keine Ahnung. Und das kostet 100,90 € bei alza.de. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 13400F. Der hat 10 Kerne, also 6 Performance und 4 Efficiency-Kerne, beziehungsweise 16 Threads, also 12 Performance-Threads und 4 Efficiency-Kerne. Eine TDP von 65 Watt bzw. 148 Watt Maximum Turbo Power, das pfeift er sich für 56 Sekunden rein, danach geht er wieder auf diese Basis-TDP zurück. Ihr könnt es natürlich so umstellen, dass er sich auch dauerhaft diese 148 Watt genehmigen kann, würde ich euch aber nicht empfehlen. Ist A wegen Stromverbrauch blöd und auch wegen Effizienz. Und er unterstützt offiziell DDR5 4800 MTS bzw. DDR4 3200 MTS, könnt ihr wie immer schneller betreiben. DDR5 6000er überhaupt kein Problem, hier bei DDR4 3600 wäre auch kein Problem. Grundsätzlich ein guter Prozessor, preis-leistungstechnisch auch völlig okay. In Kombination mit der Grafikkarte müsstet ihr ein bisschen schauen, in welche Auflösung und welche Games ihr zockt, weil es kann passieren, dass der dann die Grafikkarte bottleneckt in Full HD, wenn das ein Titel ist, der nicht so viel Leistung braucht, sei es Overwatch oder Valorant oder so. Wenn ihr streamen wollt, geht vielleicht auch eher auf einen 13600er, das würde ich euch jetzt so empfehlen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ihr jetzt viele Programme offen habt, Spotify, Discord, ihr habt euren Browser laufen und noch ein Chatbot und so weiter, dass da ein Prozessor mit mehr Kernen auf jeden Fall mehr Sinn macht. Und er kostet 208,75 € bei CaseKing.de. Der Arbeitsspeicher ist ein 16 GB DDR4 RAM, 2x 8 GB 3200 MTS.
Das kann dann Corsair Vengeance LPX, G-Skill Aegis oder Kingston Fury sein. Ich nehme jetzt einfach mal den Aegis, die anderen kosten jetzt auch nicht so viel mehr, vielleicht 2-3 Euro. 16 GB DDR4 bei einem 1700-Euro-System in der heutigen Zeit finde ich völlig unverständlich. Ich zocke ja schon relativ viel, nicht so anspruchsvolle Spiele, aber ich spiele zum Beispiel Dead by Daylight, Overwatch und PUBG. Und da habe ich immer den MSI Afterburner laufen mit dem Reaver-Tuner. Das heißt, es wird mir immer angezeigt, wie viel RAM ich gerade habe an Auslastung. Und das sind immer über 16 GB. Ja, ich habe hier 4 Monitore, ich habe einen Browser offen und Spotify und so. Aber 32 GB sollten es in der heutigen Zeit schon sein. Und 3200 MTS, ja, entspricht halt der Spezifikation von Intel. Hätte man auch 3600 dann nehmen können. Und man muss auch einfach mal den Preispunkt sehen. Der RAM kostet jetzt 34,99 €. Das System kostet 1700 €. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 GB beliebiger Hersteller. Hier haben wir jetzt die freie Wahl. Ich nehme wie immer die günstigste. In dem Fall ist es die PNY. Die könnte ja reinwandern. Es kann auch ein besseres Modell sein. Aber wir nehmen das günstigste. 4070 Ti, Full HD, WQHD Gaming ganz locker. 4K auch. Kommt immer auf die Titel an. Wie gesagt, Overwatch, Valorant und sowas. Ganz easy in 4K mit guten FPS-Zahlen. AAA-Titel ist dann wieder so ein Thema. Was für ein Titel? Macht ihr Raytracing an? Auf was für Textureinstellungen spielt ihr? Und so weiter. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 826,40 Euro bei Amazon.de. Die SSD ist eine 1 TB Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Die reicht zum Zocken. Es gibt bessere SSDs, auch in diesem Preissegment. Aber gut, hier haben sie halt diese hier genommen. Inwieweit ihr mit 1 TB klarkommt, ist euer Ding. Die SSDs sind aktuell noch nicht so teuer. Ich würde lieber 2 TB nehmen. Wie gesagt, müsst ihr aber selber wissen. Und die kostet 47,70 € bei Reichel.de. Der Prozessor Kühler ist ein BeQuiet Darkrock Pro 4. Ich meine, es ist schön, dass er da drin ist, ne? Aber ich verstehe einfach nicht, warum. Weil 250 Watt TDP Kühler auf einem 148 Watt Prozessor, der sich eigentlich im Mittel eher so um die 65, sag ich mal, bis 100 Watt reinschraubt, ist einfach viel zu viel. Das Ding ist geil für einen 13600K zum Beispiel. Da passt der super drauf. Auf einen 13.4er hat er eigentlich nichts verloren. Gut, ihr seid zukunftssicher, falls ihr mal selber den Prozessor wechselt, dann kauft ihr euch aber eigentlich auch kein Fertigsystem. Also was sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Und der kostet 82,89 € bei Mindfactory. Das Betriebssystem ist Windows 10 Pro 64-Bit. Also erstmal ist es schön, dass es vorinstalliert ist, das heißt, die Kiste kommt bei euch zu Hause an, könnt ihr anschließen und loslegen. Warum es Windows 10 sein muss, weiß ich nicht. Ihr könnt es aber upgraden auf Windows 11. Ich hatte letztes Mal in den Kommentaren noch irgendwie die Info, dass das mittlerweile wohl nicht mehr geht. Ich habe dazu online aber nichts gefunden. Und gerade mit diesem Prozessor, also dem 13400er mit Performance- und Efficiency-Kern, sollte man schon Windows 11 nehmen. Und das kostet 14,90 € bei eBay bzw. 19,77 € bei IT Hardpuls. Da haben wir ja sonst immer den Preis hergenommen. Und da wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1535,21 €. Und das Teil kostet knapp 1,7, was vom Aufpreis her noch völlig okay ist. Was ich hier nicht so gut finde, DDR4-RAM und dann auch nur 16 GB, Micro-ATX-Board in einem Full-ATX-Case und dann ist es auch noch so ein Billig-Board halt und das Netzteil ist auch nicht so geil. Ich habe dann jetzt einfach mal eine Alternative rausgesucht. Ja, es ist schon wieder Hardware-Deals. Ich hatte eben bei Dubaro so geguckt, ich hatte bei Kreativecke geguckt bei den Dubaro-Systemen. Da war nichts in dem Preissegment dabei, wo man sagen könnte, auch ja, schöne Alternative. Der hier, der passt halt wie die Faust aufs Auge. Der kostet allerdings auch 100 € weniger. Der bringt den gleichen Prozessor mit, einen angemessenen Kühler, den hatte ich schon im Test. Der kühlt den ganz locker, ganz easy. Das Mainboard ist ein Full-ATX-Mainboard mit WLAN und Bluetooth mit dabei. Die gleiche Grafikkarte. Ich habe auch bei dem Preisvergleich die gleiche Grafikkarte genommen, weil da steht auch beliebiger Hersteller, also habe ich wieder die günstigste genommen. Arbeitsspeicher 32 GB, also das doppelte DDR5 Corsair 5600 MHz Vengeance. Ja, es ist nur 5600 MTS CL36 RAM. Rüstet den auf 6000 CL30, bietet Dubaro nämlich an. Da habe ich nämlich Manu auch schon gesagt, was soll die Kacke? Da hat er jetzt dafür gesorgt, dass Dubaro das irgendwie ins Sortiment nimmt, hat er mir jetzt vor kurzem mal geschrieben. Die Festplatte ist eine 1 TB MSI Spatium, reicht auch zum Zocken völlig aus. Wie gesagt, braucht ihr mehr Speicher, konfiguriert es euch bitte rein. Das Netzteil ist ein 750 Watt BeQuiet Pure Power 12M ATX 3.0 PCI Express 5. Dann habt ihr nicht diese blöden Adapterkabel. Mit dem anderen Netzteil geht's auch, aber das hier ist vernünftiger. Und das Gehäuse ist ein End of Arc 700 ARGB, hatte ich auch schon im Test, sieht auch gut aus. In meinen Augen, müsst ihr aber selber wissen.
Glaube aber, Dubaro bietet das Fractal North auch an. Betriebssystem ist in dem Fall allerdings nicht mit dabei. Da haben wir ja auch die Liste. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1630,40 €. Und das Ding kostet knapp 1,6. Ihr seid also unter Geizhalsliste. Selbst wenn ihr jetzt Windows hier noch vorinstallieren lasst, was glaube ich 30 € kostet, seid ihr immer noch unter Geizhalsliste. Weil wenn ich jetzt das Windows mit reinpacke, kostet es irgendwie 19,40 €. Also jetzt bei Geizhals. Die Vorteile bei diesem System liegen auf der Hand. Erstmal ist es günstiger als Geizhals. Ihr habt ein besseres Mainboard, also wirklich ein wesentlich besseres Mainboard. Ein besseres Netzteil, klar 100 Watt weniger, aber eine bessere Serie mit dem neuen Stecker. Und dazu noch DDR5 RAM. Aktuellster Standard. Wie gesagt, konfiguriert euch vielleicht 6000er da rein. Ansonsten ist das auch fein. Der ist sowieso doppelt so groß. Also ich würde mir das ganz stark überlegen, ob ich jetzt diesen Agando Fuego nehme oder eben die Nummer von Hardware Deals. Eine Sache muss ich fairerweise aber auch noch erwähnen. Wir haben hier 36 Monate Garantie und Support. Davon 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Bietet Dubaro so nicht an. Da habt ihr 2 Jahre kein Pickup und Return. Ihr kriegt natürlich ein Rücksendelabel, müsst das Ding aber selber zur Post bringen. Immerhin sind es hier 6 Monate vor Ort, Pickup und Return, deckt euch das erste halbe Jahr also ab. Wenn ihr irgendwie was mit der Kiste habt, könnt ihr das auf jeden Fall dem Postboten dann mitgeben, der kommt auch zu euch nach Hause und holt es ab. Also wenn es nach mir ginge, würde ich das Dubaro-System nehmen, das müsst ihr aber selber wissen. Das wäre es dann auch wieder mit dem Video, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.